Da ist der Portal Pro mit Portal Pro wieder. Aber auch interessant, wenn man sich so nennt. Nehmen wir uns hier unseren Cube, drücken den Knopf, gehen wieder nach oben und sehen nun. Oh, jo, geil. Der ist ein bisschen sehr schräg. So. Jumpen wir einfach hier runter. Gehen hier lang. Gehen hier rüber. Denken uns. Nehmen wir den wieder mit. Weil den Marken. Weil den wir so mögen. Und nehmen den mit. Jetzt ist ein Cube weniger da. Ist das nicht irgendwie voll die Ressourcenverschwendung, wenn der immer den ganzen Cube da zerstört? Hm. Naja, egal. Anscheinend kann sich Aperture Science sowas leisten. Da kann man damit irgendwie runterfallen und dann dafür sorgen, dass das Portal sich auch da unten gechanged hat. Wenn das Portal da unten ist, kommt man auf jeden Fall hier oben hin und kann mit dem Knopf das Portal wieder nach da oben verschieben. Ah. Speichern. Okay. Würde ich mal sagen, ab geht's. Tschüss. Und eine Etage weiter nach oben. Einfach hier durch die ganzen Level so durchwaschen. Mehr oder weniger. Ladedaten. Ladedaten. Daten. Oh. Ich glaube, der Knopf schaltet die an. Positiv. Was macht der Knopf? Okay. Okay, speichern. Laden. What the fuck? Creating an orange portal, you agree to the terms and conditions outlined in section 11285384912237 of the Aperture Science Employee Contract. Ich hatte doch mal eine Erinnerung, dass bei mir mal passiert ist, dass das Ding rumgebackt hat. Das hat irgendwie das Portal dann immer weiter verschoben, so immer weiter. Dann wird es glaube ich nicht mal so geschafft, war. Und zwar, wo ich das hier mal angetestet habe. Aber jetzt ist da das perfekte Matiko verlaufen. Weil ich auch direkt wusste, wo ich lang muss. Ah, ich glaube hier hinten war. Ja, genau. It looks like you have agreed to the terms and conditions outlined in section 11285384912237 of the Aperture Science Employee Contract. Did you even read that section?
I bet you did not read that section, otherwise you would not have created an orange portal. Einfach mal DPI erhöht. Ladedaten, Speicher. Interessant, die Rechte macht, dass du das quasi bevorzugt, wenn man beide drückt. Gleichzeitig. Okay, dann gehen wir erstmal nach da hinten und holen uns mal diesen Cube. You seem to be good at this already, which, unfortunately, is not very entertaining to me. You should have seen the last guy to make it this far. Now, that was funny. Wenn wir uns jetzt erstmal anschauen, wechselt das hier auch die Seiten. Das bedeutet, der Cube muss, das ist sogar eine super Plattform dafür. Also, dass er unten über Feuer ist, sagen wir mal hier stehen. Ein Portal muss beim Cube sein, ein Portal muss nicht beim Cube sein. Deswegen würde ich auch sagen, wir gehen mal kurz hier rein, um da oben beim Emanzipationsgrill unsere Portale wegzumachen, damit wir ein Portal hier zum Cube machen können. Ein Portal hier oben drauf. Es wäre schlauer gewesen, das Portal erst hier drüber hinzustellen. Hier so, speichern. Weil ich glaube, von hier drinnen, ja, von hier drinnen treffen wir den Cube auf jeden Fall noch. Dann. Das ist das Hauptproblem. Wenn das Portal, also wenn der Cube da drauf liegt, aber nicht drauf liegen bleibt. This is boring. I'm going to let my processes focus on something more important than you for a while. I'll be back when we get to the difficult test chambers. Einfach mitnehmen. Immer dieser Emanzipationsgrill. Ich würde so gerne testen. Objekte aus dem Testbereich schmuggeln. Da ist auch eine Schleuse, quasi. Okay, gehen wir mal hoch, damit die Schleuse sich einmal umdreht. Dann können wir nämlich auch zur einen Seite hineingehen. So. Dann wäre ein Portal innerhalb der Schleuse. Das ist das Blaue. Dann gehen wir hier rein. Yay, fertig. Easy. Mal schauen, was noch alles kommt. Aber dieser Hänger, der durch Speichern entstehen kann. Okay. Ah, da hinten ist einer drin. Klingt jetzt ein bisschen komisch. Aber das ist so. Und da ist der Knopf, mit dem wir den da rausholen. Müssen wir mal überlegen. Wenn wir da hinten auf dem Knopf sind, können wir nicht an, können wir da kein Portal mehr hinschießen. Hier gibt es nichts, womit man die Last zerstören kann. Das heißt, wir müssen mehr oder weniger auf jeden Fall da oben sein. Und dann da drüben ein Portal hinschießen, was eigentlich nicht so easy ist. Außer man ist schnell. Speichern. Wie lange überlebt denn das Ding? Alles klar, ist kaputt, speichern.
Genau. Und hier haben wir so ein kleines Problem. Können hier auch sehen, hier ist der Spawner. Hier drin werden die Dinge gespawnt. Brauchen wir dort oben ein Portal. Und eigentlich zur selben Zeit hier ein Portal. Weil wir müssen, und jetzt müssen wir da durchgehen. Und da stehen wir jetzt mit Luft da, weil wir das jetzt aber nicht können. Von hier oben aus kann man da hinten auch nicht wirklich eins machen. Speichern. Also wir machen diesen kleinen Trick. Damit würde es dann schon gehen. Suizid zu begehen, wohl angemerkt. Das geht damit schon. Ich stehe nur an einem dummen Punkt, dass der jetzt vielleicht da durchgeht, aber. Ja, wie soll man sagen? Müssen wir jetzt einfach mal dahin. Vielleicht überlebt er ja jetzt lang genug. Dadurch, dass wir das so verändert haben. Nein. Hä? Wie sollen denn die beiden Portale gesetzt sein, während ich da hinten bin? Der rote Punkt, das meine ich. Hier, komme ich von da hinten da ran? Einerseits ja hier hinten oben ein Portal. Mir fällt gerade eine ganz gute Idee ein, die funktionieren könnte. Speichern. So, soweit ich weiß, kann der jetzt gar nicht kaputt gehen. Weil er jetzt in einer Endlosschleife steckt. So, das können wir uns jetzt mehr oder weniger zunutze machen. Und dann hier das Blaue hinzustellen. Okay, gut. Ob das genau so ablaufen sollte, keine Ahnung. Aber ist mir auch egal. Anders kommt man da ja nicht wirklich rüber. Und man muss darüber, um das zu aktivieren. Und da oben das Ding sein muss, damit du eine Endlosschleife erzeugen kannst. Nun ja. Da geht eine Tür auf, okay. Da fliegt ein Kyob raus. Okay. Okay, jetzt wollen wir mal wissen, was überhaupt sich hinter dieser Tür verbirgt. Ach du schon wieder! Ich glaube, ich muss anders machen. Speichern. Ob das mit dem Teil so gut funktioniert, ist eine andere Frage. Oh, laden. Ah, geil. Darf ich das nochmal machen? Ich habe eigentlich gedacht, der fliegt so gerade, aber nein. Das tut er dann wohl nicht. Also das können wir dann wohl nicht sehr oft machen. Okay. Gut. Dann haben wir jetzt erfolgreich den Cube befreit aus seinem Glasgefängnis. Damit er uns jetzt die Tür öffnen kann.
wir theoretisch wieder auf diese Art und Weise in der Lage sind, den Cube einfach eiskalt mitzunehmen. Will ich immer gern machen. Aha. Aha. Das ist eine Frage. Die sterben da drin. Ah ja, stimmt, das ist hier vor. Ja, stimmt, der kann mich gar nicht umbringen. Der Emanzipationsgrill tötet das, was mich umbringen würde vorher. Das ist voll lustig. Was für ein Grill. Der grillt einfach alles. Der Brutzler. Okay. Gut. Der wahrscheinlich weniger. Welcome to the difficult test chambers. I hope you were not overly distraught at or confused by my absence, and I am glad to say that you are still in a semi-healthy condition. Jetzt gar nicht sicher, ich glaube die Felder mit den Zahlen sind Portalflächen, joa. Das heißt, wir können hier mal rausgucken und sehen, hier ist der Ausgang. Das war also nicht so ganz die Seite, wo wir eigentlich hin wollten. Wir wollten eigentlich hier hin. The number one. Hier. So. Mach an. Jetzt sind wir hier. Jetzt drücken wir den Knopf. Changen damit das Türensystem. Machen damit hier unten auf, da oben zu. Okay, aber dafür ist die Tür jetzt offen. Okay, speichern. Machen wir hier ein rotes Portal hin. Da oben ein blaues Portal hin. Speichern. Springen hier rein, fallen hier rein, fliegen hier raus. Wir machen hier das Rot und hier das Blaue hin. Mein guter Sprung war nicht nötig, aber ich springe gerne. Und schon sind wir draußen. Fertig. Easy. GG easy. Ja, nee. Ja. Türgeräusch, Ladedaten. Und was haben wir jetzt für ein Chamber? Cube. Wand. Emanzipationsgrills. Yay. Da muss der Cube schon mal hin. Ja, also aktuell kann ich den Cube nicht wirklich bewegen. Ich habe aber so eine leichte Vermutung, dass ich den Cube da hinten hineinstellen soll. Einfach nur so, damit er da drin steht. Der fährt mich hoch. Beam me up, Scotty. Da hinten sind zwar Flächen anscheinend, aber man kommt da nicht hin. Achso, da. Da guckt man dann schon. Hm. Mehr oder weniger. Okay, beam me up, Scotty. Los, 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 los. Okay. Da wird es nicht so viel. Da ist ein Kuchen! Okay. Ziel des Tages, komme an den Kuchen. Egal was es kostet. Damit geht schon mal das raus. Geht's hier lang? Okay. Speichern. Okay, jetzt kann ich theoretisch den Cube, der da hinten war, nehmen und ihn nach hier mitnehmen. Speichern wir mal. Ich weiß nicht, ob ich den jetzt hier oben brauche. Auf jeden Fall ist vor meiner Fresse ein Grill. Das ist nicht so geil. Aber ich könnte den Cube vielleicht benutzen. Nein, um hier hochzuspringen. Sieht ziemlich aussichtslos aus. Ich muss den Cube eher da oben drüber kriegen.
Es wäre besser, wenn ich den Cube da draußen auf dieser Seite hätte. Also. Ja. Setzen wir mal hier so ein Teil hin. Ah, ne, bringt doch eh nichts. Gut, ja, eigentlich müsste er jetzt. Keine Ahnung. Müsste man ihn hier rausfallen lassen. Aber dafür steht da eine echt behinderte Fläche. Ah. Ich weiß, wo der hingestellt werden muss. Mich hier rein. Komm mal hier ein blaues Portal hin. Dann legen wir den einfach mal hier so hin. Irgendwie hier. Speichern mal kurz. Gehen hier rein, damit die Portale resettet werden. War das schlau? Ich glaube, das war gar nicht schlau, da reinzugehen, damit die Portale resettet werden. Ah, wo bin ich denn im Laden, bevor die Portale resettet sind? Okay. Nein, theoretisch müsste das. Ja, er dürfte nur nicht durchfliegen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem hier. Er dürfte nicht durch, ich schon. Dieser Cube muss jetzt mehr oder weniger darunter fallen. Aber wenn ich da hingehe, um dahin zu gehen, gehe ich ja immer durch Grills. Also wo ist eine Bodenfläche, wo ich da hinstellen kann? Warten wir mal. Und beenden den Part. Tschüss.